So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns hier am Siemens-Gelände Röthenbach Ost in Nürnberg in der Kolmberger Straße. Wir sehen hier die Facharbeiter von der SER-Abbruchfirma. Und die schmeißen hier die ganzen Platten runter. Guckt euch das mal an, Leute. Eine Platte nach dem anderen. Wie geil ist das denn, Leute? Abonniert den Kanal, liked das Video. Hier haben wir noch einen Geschäftspartner, ne? Der Berat von Berat Holding. Dann, ne? Und ja. So, ja. Und, ja gut, jetzt hat sich's wieder beruhigt, es ist aktuell gerade gar nichts. Aber das könnte jeden Moment gleich wieder losgehen. Ja. Hier entsteht dann neue Gelände, also Berufsschule Nürnberg. Echt? Berat Holding und so. Genau. Und, ja. So Leute, wir sind jetzt oben auf dem Dach bei der Wohnanlage Kolmberger Straße. Hier haben wir einen schönen Überblick auf das verlassene Siemens-Gebäude in der Kolmberger Straße. Da drüben ist der Fernsehturm in Schweinau. Hier ist das Siemens-Gelände, da geht gerade der Bauleiter, ne, übers Gelände. Die haben hier die ganzen Bodenplatten runtergeschmissen aus dem dritten Stock bei Fujitsu und noch aus anderen Firmen. So, der geht jetzt da hinten wieder rein. Ne, da ist die haben da so einen kleinen Eingang geschaffen. So, hier drüben ist der Vorplatz mit der Wiese, da war mal der Parkplatz. Hier, das ganze Parkhaus ist schon abgerissen. Leute, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Das ist ja der Wahnsinn hier. Guckt euch das an. Naja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ne? Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt in Röthenbach St. Wolfgang. Hier gibt es einfach die Area 51 von Deutschland sozusagen. Das ist hier, könnt ihr sehen, da kommen immer die Aliens und so. Hier, schaut euch das an. Wahnsinn, ne? Röthenbach St. Wolfgang, Area 51. Merkt euch das auf jeden Fall. Hier noch ein paar Kollegen dabei am Start. Hier. Biran 66. Super. Mark. Sieht man noch was? Nicht, dass es runterfällt. Servus, ne? Aufs Video oder wie? Ja. Okay, reicht schon bis hier, ne? Reicht schon. Ja. So Leute, wir sind jetzt unten beim Parkhaus. Könnt ihr mal sehen, hier das ganze Parkhaus schon abgerissen, bis auf den Ostteil hier drüben. Ne? Der sieht so aus. Ja, da drüben die Wohnanlage, Kolmberger Straße, hier das Verwaltungsgebäude. Hier ist einiges schon kaputt. Hier der ganze Schutthaufen hier. Da drüben stehen noch ein paar Stahlstreben und so, ja. Den Zaun, der wurde hier mal wieder umgeschmissen, ne? Damit man, da sind wieder die ganzen Jugendlichen hier drüber. Hier steht da noch der Zaun. Ja, so schaut es jetzt hier aus, das ganze Gelände. Der Blick frei aufs Gebäude. Drüben der Park. Hier ist noch der Kollege, der Birand. Genau, also ich beende damit das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzer Einblick in das aktuelle Siemens-Gelände, wie das jetzt ausschaut. Ne? Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute.